Hallo Welt, da sind wir wieder hier am George-Schrottplatz. Etwas überladen? Wie viel eigentlich? Ja, ein bisschen. Wir tragen nur 712 Pfund mit uns herum. Und je öfter wir hier in unsere Kiste gucken, also leerer wird sie auch nicht. Aber so ein paar Sachen können wir hier noch reinschmeißen. Na, was wollen wir denn noch hier reinschmeißen? Ein paar Stimpaks vielleicht? Etwas Right Away? Oh. Schon voll, ha? Huh? Randvoll die Kiste. Das ist ja mal mies mit dem Überladensein. Wie machen wir das denn jetzt? Ja, die Sachen, die wir sowieso brauchen, die sind auch ziemlich schwer. Na gut, so geht es ja. Dann pflanzen wir schnell noch zwei Bäumchen. Oh, da können wir ordentlich pflanzen hier. Ja, irgendwie wurden die Sachen hier scheinbar repariert, bis auf den einen Brombeerbusch hier.
So. Brombeeren. Oh, jetzt ehrlich. Wir können doch hier nichts mehr bauen. Wir können das auch nicht aufbauen. Mann. Das ist ein Blödsinn, ist das. Ach, echt. Gibt es auch was Positives in letzter Zeit? Ich weiß es nicht. Also, die Blaupausen gehen nicht. Geht auch irgendwas? Ja, man kann rumrennen. Überladen. Ja, wir können hier nicht bauen, weil das Haus lässt sich nicht aufbauen. Oh, jetzt haben wir hier irgendwas eingesammelt. Und warum wurde das denn kaputt gemacht, dass man hier oben nicht mehr auswählen kann? Da. Mit C. Das ist aber nicht richtig. Wir brauchen doch die Munition. Yum yum hatten wir. Frische Eier da. Russische Eier, ja. Also, was haben wir letztens vor ein paar Folgen ausgerechnet? Wenn wir alles an Schrott wegwerfen, was wir haben, dann sind wir immer noch überladen. Aber warum? Was ist denn dann so schwer bei uns? Die Munition ja nicht. Da muss doch irgendwas sein. Die Hilfsmittel eventuell. Ja, sollen wir die alle wegwerfen? Da blutet das Sammlerherz. Das geht gar nicht. So, wir gehen jetzt mal, genau. Anbauen können wir ja nichts mehr. Also werden wir mal, das nächste ist hier die Station in Morgantown. Ah, ja, typisch, ja, na klar. Jetzt habe ich einen Eierkopf. Was habe ich denn davon? Moment, Station Morgantown. Warum? Wir sind doch gar nicht verstrahlt oder irgendwas. Wir sind krank geworden durch das Wasser, oder? Station Morgantown, so, das ist das nächste. Da geht's also hin. Auf zur Bahn. Boah, überladen sind wir? Oh nein. Warum? Moment. Erstmal, was haben wir denn für einen Eierkopf? Eierkopf. Minus 3 Ausdauer, minus 3 Stärke und plus 6 Intelligenz. Das hilft uns gerade nicht. Minus 3 Stärke, ja, deswegen sind wir wieder überladen. Aufi, aufi.
Station Morgentown, wir kommen. Wir wollen ein bisschen Handel betreiben. Haben wir denn keine Händler in der Nähe, die näher sind? Ich möchte ganz gerne das White Springs mal ausprobieren. Wo ist das? Ist das weit weg von hier? Oh, ja, hier unten. Oh, da sind auch gerade alle. Das ist ziemlich weit. Wie kommen wir denn da am besten hin? White Powder, Wintersports, da müssten wir also vorbei. Was wir da unterwegs wieder alles sammeln können. Und wenn wir immer am Fluss entlang laufen hier. Bis zu dem See hier unten, dann sind wir ja fast da. Ach, wir probieren das mal aus, wie weit das ist. Immer am Fluss entlang. Helvetia vorbei, das haben wir uns auch noch nie richtig angeguckt. Wir haben es nur mal so gestreift ein wenig. Es geht darum, hier in White Spring, im White Spring Resort, da sind so viele Händler. Und da müssen wir mal gucken. Also das kann ja nicht sein, dass man immer nur 200 Kronenkorken für 200 Kronenkorken Sachen verkaufen kann. So machen wir das jetzt einfach mal. Müssen wir da nicht in diese Richtung? Nein. Das ist schon die richtige Richtung. Wenn wir für 200 nur verkaufen können, dann lohnt sich das mit den Händlern gar nicht. Wo ist der Fluss? Wir wollten noch immer am Fluss entlang. Da ist er ja. Und wäre das die richtige Richtung? Ja. Wir dürfen den Fluss nicht überqueren und dann kommen wir irgendwann zum See. Und am See können wir dann links gehen. Da müssen wir den Fluss einmal überqueren. Oder wenn wir eine gute Stelle sehen, dann überqueren wir den Fluss schon hier irgendwo. Wir wollen ja nicht nass werden. Hey, cool. Hier hat jemand was gebaut. Oh, wie schön. Da, warum bekommen wir sowas nicht? So Blümchen und so. Ist das zu? Oh. Oh, da ist doch alles drin, was man braucht. Das ist schön gebaut. Können wir eine Blaupause davon machen vielleicht? Steht hier irgendwie irgendwo, wem das gehört? Nein, auch nicht. Ja, liebe Welt da draußen, so sieht es aus. So einen Klotz hier kann man gut bauen. Das funktioniert. Und direkt auf das Wasser drauf gebaut. Naja. Aber ich möchte auch die Baupläne für solche Blumen haben. Wisst ihr was? Wir machen ein Bild davon. Ist denn hier irgendwas in der Nähe? Wo sind wir hier? Irgendwie scheint mir hier gar nichts in der Nähe zu sein.
Da gucken wir aber mal schlau. Jep. Da hat einer was Schönes gebaut. Zack, Foto. Ja, gefällt mir. Wie viel hat er denn da an Platz eigentlich gebraucht? 1, 2, 3. Und nach hinten 2. Also, echt? Ach, wir sind schon wieder überladen. Meino. Immer noch? Immer noch. Ach, das kann doch nicht sein jetzt. Kein Alkohol haben wir mehr. Dreimal drei hat er gemacht. Oh, und so eine schöne Tür hier. Haben wir noch nicht so eine Tür? Irgendwie hat er die Baupläne. Oder hat er das gekauft? Kann man die kaufen, die Türen? Ja, das gefällt mir. Wenig Deko dran, oder? Also 3x3, so kann man das bauen. Ja, wir können aber in unserem Camp nichts mehr bauen. Wir haben da die Blaupause, die wir nicht setzen können. Und angeblich ist das eingelagert, also ist unser Camp voll. Echt mies. Ich habe aber sofort gesagt, wir wollen noch so ein Camp-Dingen haben. Die hatten da so viele rumstehen im Vault. Ja, liebe Welt da draußen, in der nächsten Folge werden wir weiterlaufen hier in Richtung Whitespring Resort. Und diese Folge ist vorbei. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.